Und herzlich willkommen zur 12. Customer Experience Week. Heute das zweite Webinar von Voixen. Heute Morgen ging es um das Thema CX versus EX. Also, was ist eigentlich wichtiger, der Mitarbeiter oder der Kunde? Am Ende konnten wir uns zusammen mit dem Andreas Bock von der Envision AG darauf einigen, dass eigentlich der Gleichklang oder der Einklang da die beste Lösung ist. Richard Branson sagte: Happy Customers bei Happy Employees, und das ist sicherlich eine absolut zutreffende Aussage. Ich würde mit Ihnen heute gerne über das Telefon reden. Also nicht nur über das Telefon reden oder über dieses Internettelefon reden, sondern warum das Telefon weiterhin so eine wichtige Funktion bei einer positiven Customer Experience hat und wie Ihnen moderne Tools dabei helfen können, den Kunden besser zu verstehen und auch dem Mitarbeiter mehr Wertschätzung entgegenzubringen. Herzlich willkommen also, 12. Customer Experience Week heute am 11.3. um 16 Uhr. Ganz kurz zu meinem Unternehmen. Ich bin Ralf Mühlenhöfer bei Voixen. Ich bin seit über 20 Jahren in der Callcenter-Branche tätig mit meinem vorhergehenden Unternehmen Voxtron. Es ist dann später an Enschaus verkauft worden. Dort durfte ich auch für andere Produkte, zum Beispiel den Elsbeth-Dialer, zuständig sein und bin seit Anfang 2018 bei meinem eigenen Unternehmen bei der Voixen. Und wir machen Sprachanalyse aus Deutschland. Ein Thema, was in Deutschland noch nicht so populär war vor einigen Jahren. Und da sind wir gerade dabei, das zu ändern. Customer Experience, glaube ich, für fast jeden heutzutage, der sich mit Kundenservice beschäftigt, ein ganz wichtiges Thema. Definiert wurde es oder kommt aus Amerika rüber. Das Thema wird dort schon viel, viel höher aufgehängt und sorgt letztendlich dafür, dass der Kundenservice auch eine höhere Bedeutung bekommt. Was will ich damit sagen? Customer Experience von der Definition her bedeutet die Summe der Erfahrungen, die ein Kunde mit einer Marke macht. Das heißt also hier alle an den verschiedenen Touchpoints, also Kundenkontaktpunkten, wird man erfahren, was dort wie gut funktioniert, und dann sollte man versuchen, das zu verbessern. Und da will ich immer wieder auch auf das Telefon zu sprechen kommen, warum das so eine wichtige Rolle dabei spielt. Customer Experience beschreibt also nicht nur den Kundenservice, sondern alles drumherum. Es geht also deutlich weiter als nur an dieser Servicestelle mit dem Kunden Kontakt zu haben. Und bedeutet für uns jetzt Kundenservice, was in Deutschland noch eine Standarddisziplin ist, während Customer Experience das leider noch nicht ist. Heißt also, Customer Experience ist die Kür, die oben drauf gesattelt wird. Also ein gut gemachter, perfekt gemachter Kundenservice ist somit die Pflicht, und Customer Experience sattelt oben drauf und wird damit zur Kür. Was möchte ich mit Ihnen in diesem Webinar besprechen? Ich möchte einmal das Voice of the Customer definieren und wie man Voice of the Customer automatisiert messen kann, wie man Erlebnisse auf verschiedenen Kommunikationskanälen schaffen kann. Mein Appell an Sie, mehr Daten zu generieren, viel mehr, als Sie heute glauben, dass Sie jemals brauchen würden. Die Kundenzufriedenheit zu messen und KI zu nutzen, um die Effizienz zu steigern und auch die Vertriebsansprache zu optimieren. Dann gibt es noch so ganz nebenbei zwei wichtige KPIs, nämlich AHT und FCR, und wie Sprachanalyse helfen kann, diese beiden zu optimieren. Dazu möchte ich dann auch etwas sagen. Also vielen Dank, dass Sie alle dabei sind, und vielen Dank für Ihr großes Interesse. Die Customer Journey kennen Sie wahrscheinlich, der ein oder andere hat sich schon damit beschäftigt. Da gibt es auch immer mal wieder aus Deutschland getrieben Studien, die abfragen, wie weit sind wir in Deutschland eigentlich damit. Hier geht es über 5 Punkte, eigentlich ist es so eine Art Reihenfolge, wo Customer Journey stattfindet, also bei dem Awareness, also bei dem Bewusstsein schaffen für den Kunden, dass es eine Marke, ein Produkt, eine Dienstleistung überhaupt gibt. Das Thema Consideration, das würde man wahrscheinlich so mit Abwägen definieren. Das heißt also, beschäftigt sich der Kunde damit hier auch, oder der Interessent beschäftigt sich damit, Kunde zu werden, das erste Mal Flixbus zu benutzen, das erste Mal Airbnb zu benutzen, oder. Acquisition heißt, das ist der Punkt, wo tatsächlich der Vertrieb stattfindet. Der nächste Bereich Service, eigentlich so ein Schwerpunktthema aus ganz vielen Organisationen in Deutschland, die sich mit dem Kundenservice beschäftigen. Und am Ende Loyalty, also so der Upgrade zum Thema Service, nämlich Bestandskunden, oder früher nannte man es, glaube ich, die aktive Vollreferenz beschaffen, sich darum zu kümmern, dass ein Kunde loyal ist und in der Wertschöpfung des Unternehmens unheimlich viel Ertrag bringt, weil er als Bestandskunde sehr loyal ist. Diese Erlebnisse auf allen Kommunikationskanälen werden immer wichtiger. Auch das ist für die meisten von Ihnen schon Standardwissen heute.
Die Implementierung dabei hängt in Deutschland noch etwas hinterher. Es gibt eine Studie, die wir gemeinsam mit der Conveneo und Roland Ruf Beratung gemacht haben im Herbst und Winter letzten Jahres, wo auch Mitarbeiter immer wieder sagen, also uns fehlt ein Unified Desktop, uns fehlt diese kanalübergreifende Kontakthistorie oder vielleicht auch sogar ein echtes Erlebnis über verschiedene Kommunikationskanäle. Heißt also, Multichannel sollte ein Standard sein, das heißt, mit einer Software heute arbeiten, die die verschiedenen Punkte der Customer Journey realisiert. On- und offline auch ganz wichtig. Also die Filiale gewinnt wieder an Bedeutung. All die Kontaktpunkte, die eben nicht an einem mobilen Gerät oder an einem anderen internetfähigen Device stattfinden, sondern tatsächlich draußen in der normalen Welt stattfinden, werden immer wichtiger. Und auch die zu verzahnen über so einen 360-Grad-Blick aus dem CRM-System. Und ganz wichtig natürlich, wenn man diese beiden Dinge sieht, genau da Erlebnisse zu schaffen auf dem Kanal, den Ihr Kunde wählt. Ja, ich glaube, ein Sprichwort dazu sagt, das Futter muss dem Hund schmecken und genauso ist es mit dem Kanal auch. Das heißt also, Sie, wir alle stehen in der Verantwortung, die Kundenerlebnisse dort zu schaffen, wo der Kunde sie braucht. Und wenn er gerne um 23 Uhr an einem Freitagabend mit einem Chatbot schon mal die Reise planen möchte oder wissen möchte, ob die Reise überhaupt stattfindet oder seinen Kontostand haben will, naja, dann bieten Sie ihm halt auf dem von ihm gewählten Self-Service-Kommunikationskanal dieses Erlebnis an. Aber auch, und somit sind wir beim Telefon, 71% der Befragten in Deutschland sagen, dass der Mitarbeiter hauptverantwortlich für ein positives Kundenerlebnis ist. Zweiter Punkt aus derselben Studie, 50% der Befragten sagen, sie würden den Anbieter wechseln bei einem schlechten Kundenservice-Erlebnis. Heißt also, jemand, der heute BMW fährt und einmal ein schlechtes Werkstatterlebnis hat, darum investieren die Autohersteller auch so viel in die Nach-Service-Befragung, After-Call-Befragung, Kundenzufriedenheitsmessung, weil sie genau wissen, der Lifetime-Value eines Kunden, Customer Lifetime-Value, mittlerweile auch ein wichtiges Parameter aus den verschiedenen KPIs. Customer Lifetime-Value ist immens hoch bei einem Kunden, der ein Auto kauft. Und wenn er wechselt, da habe ich eigentlich keine Chance, ihn wiederzuholen. Das heißt also an der Stelle ganz besonders wichtig, da wirklich Service-Erlebnisse zu schaffen. Wo ist das besonders wichtig? Bei Consideration und bei Service. In der Acquisition-Phase ist fast eh egal, weil der Kunde da gerade gekauft hat. In der Awareness-Phase auch. Da gibt es meistens auch nicht so diese direkten Touchpoints, aber gerade in diesen beiden Phasen. Und darum ist unser Appell an Sie an der Stelle, vergessen Sie das Telefon da nicht. Sorgen Sie da auch für exzellenten Kundenservice. Das fängt mit der Optimierung der Wartemusik an, geht über die Optimierung der Warteschleife. Auch da, der eine oder andere, der auf der CCW war, hat gesehen, gegenüber von uns stand das Unternehmen Virtual Queue aus Berlin, die da etwas anbieten, um Erlebnisse auch beim Warten schon zu schaffen, wenn das Warten erforderlich ist. Das heißt also gerade in diesen beiden Phasen, wo es um die wo Sie die Kundenaufmerksamkeit voll und ganz haben, da wirklich dafür zu sorgen, Kunden besonders gut abzuholen und besonders gut zu betreuen. Die Umfrage habe ich eben schon, eine andere Umfrage, die ich noch zitieren möchte, ist vom Service Excellent Cockpit aus der Schweiz. Hier wurden die verschiedenen Kanäle mal abgefragt, über die Customer Service gemacht wurde. Ich glaube, in anderen Phasen sind die Verteilungen natürlich ganz unterschiedlich. Gerade in der ganz frühen Phase, wo man sich mit einem Produkt oder einer Dienstleistung beschäftigt, wird man viel, viel mehr über Web agieren als über Telefon. Aber in der Customer Service Phase weiterhin dominierend mit riesigem Abstand zu allen anderen ist das Telefon. Und hier mit 78%, ja, in der Tat, prozentual gesehen, ein kleiner Rückgang gegenüber 2015. Aber absolut gesehen natürlich immer noch das Brot- und Buttergeschäft für jeden Customer Service. Und ich glaube, hier ganz wichtig ist das richtige Ausspielen der verschiedenen Kontaktkanäle. Also ein Voice-Bot kann ganz viele Aufgaben schon erledigen, die sonst ein Mensch tun würde, gerade wenn es um Abfrage von Legitimation geht, egal ob ich jetzt Kontonummer und PIN eingebe oder ob ich My Voice is my Password, also einfach nur mit meinem Passphrase, also einem Satz, den ich vorher aufgesprochen habe, mich legitimiere. Das muss kein Mensch machen. Das macht auch für den Anrufer total Sinn, da einen Voice-Bot einzusetzen. Aber bei bestimmten Dingen würde ich ja besonders gerne auch den Kunden tatsächlich am Telefon haben. Und genau das sollte ich dann auch nutzen und auch benutzen und ausnutzen, den Kunden, den ich am Telefon habe, dann schon wieder ja, vielleicht auch über weitere Produkte zu informieren, mehr zu erfahren, warum man mein Produkt gekauft hat und so weiter. Also finde ich eine ganz wichtige Information hier. Und andere Länder sind da etwas weiter. Wenn Sie heute in Amerika, also in den USA,
ein Unternehmen googeln und dann finden Sie auf Ihrem iPhone so einen Vorschlag. Ne? Da steht in Deutschland Anruf, Route, Webseite und den vierten Button vergesse ich immer. In Amerika, in den USA ist dort der erste Button Text Message und der zweite Button ist Anruf. Das heißt, die Dinge verändern sich auch und unterschiedliche Kulturen haben da auch andere Bedürfnisse. Wir sehen bei uns eigentlich fast unverändertes Volumen im Telefon. Das können ganz, ganz viele auch bestätigen. Ich hatte Ihnen gesagt, wir wollen über Voice of the Customer auch sprechen. Voice of the Customer im also im deutschen Sprachraum wird selbst nicht mehr übersetzt. Da wird man auch von Voice of the Customer sprechen, ähnlich wie über Customer Experience und ist ein Begriff, der erfasst ein Begriff, der erfasst den Prozess der Erfassung der Erwartung, Vorlegung und Abnahme des Kunden. Heißt also hier etwas, was zum Beispiel im Produktmanagement eingesetzt wird, aber auch im Marketing, auch im Vertrieb sollte es eingesetzt werden. Was sind die Vorlieben, Erwartungen und Abneigungen meines Kunden, damit ich die auf dem richtigen Niveau auch erfüllen kann? Weil daran werde ich gemessen, wie gut ich geliefert habe und nicht, wie hart ich es versucht habe. Hier ein kurzer Reality-Check. Der Herr in der Rezeption sagte, Voice of the Customer is on line two. Und der Produktmanager, Vertriebsleiter, CEO sagt, möge sich doch bitte eine Nachricht aufschreiben lassen. Er sei gerade Customer-Centric, auch so ein Modewort, was natürlich gerade sehr stark verwendet wird, wo es auch um Produktentwicklung geht, die kundenzentriert erfolgen soll. Und das können besonders gut, habe ich den Eindruck, kleine, junge Unternehmen, die wirklich diesen totalen Kundenfokus haben und damit ein Produkt bringen oder eine Dienstleistung, die genau diesen einen Bedarf des Kunden perfekt erfüllt. Also da wünsche ich mir, dass Sie vielleicht auch als Zuhörer mit der Message in die Unternehmen, in Ihre Unternehmen gehen, um zu sagen, also wir als Customer Service, als Kundenservice-Abteilung bekommen so viel mit von Kunden. Warum können wir das nicht auch in anderen Bereichen hier operationalisieren und diese Informationen, die wir an verschiedenen Stellen vom Kunden bekommen, dann auch in Richtung Marketing, in Richtung Vertrieb, in Richtung Service weitergeben? Wie ein Kunde dann tatsächlich in der heutigen Zeit mit seinem Telefonanruf in Nullen und Einsen umgewandelt werden kann. Das sehen Sie hier an einem Screenshot als Beispiel, wie viel Informationen eigentlich in einem Anruf stecken. Und die Herausforderung ist hier, Telefonie oder das gesprochene Wort ist wahrscheinlich das am wenigsten strukturierte Datenmaterial, was es im gesamten Unternehmen gibt. Das heißt also, ein Anrufer kommt ins Unternehmen rein also ruft das Unternehmen an, der ist erst in der Warteschleife, hört die Wartemusik, dann drückt er dreimal die 4 und zweimal die 6, wird dann vielleicht irgendwann mit dem Mitarbeiter verbunden oder der Mitarbeiterin und sie fragt ihn, ja, was kann ich denn für Sie tun? Als erstes beschwert der Kunde sich über die Wartezeit. Und die Mitarbeiterin sagt, ja, tut mir leid, was kann ich denn für Sie tun? Danach beschwert er sich über die Wartemusik und die Mitarbeiterin sagt, ja, das bedauere ich sehr, was kann ich denn für Sie tun? Und dann beschwert der Kunde sich darüber, dass beim letzten Mal, als er das Auto aus der Werkstatt abgeholt hat, der Fußraum noch ganz dreckig war. Und die Mitarbeiterin sagt, ja, es tut mir sehr leid, was kann ich denn für Sie tun? Das kann ich fast beliebig lange fortsetzen. Irgendwann ist der Kunde fertig und sagt der Mitarbeiterin, ja, ich würde gerne einen Werkstatttermin vereinbaren. So, was bleibt über von diesem Anruf? Genau, Kunde hat einen Werkstatttermin vereinbart. Und der Vertriebsleiter freut sich und sagt, ja, super, wir haben heute einen Werkstatttermin verkauft, aber der Serviceleiter und der Geschäftsführer und der Werkstattleiter und Marketingmanagerin und wer auch immer an Stakeholdern eigentlich an diesem Kunden ein Interesse hat, erfährt überhaupt nicht, was da los war. Und das kann man heutzutage durch Telefonmitschnitt und nachgelagerte Analyse viel, viel mehr Informationen rausholen. Und welche das sind, sehen Sie hier an diesem einen Beispiel. Im oberen Bereich sehen Sie die Metadaten, also wann hat der Anrufer angerufen, zu welcher Hotline oder Projekt in diesem Fall, aus welcher Region kam der, welche Hotline wurde gewählt. Alles Informationen, die heute Ihre ACD auch liefern kann. Darunter in den drei Zeilen sind ganz viele bunte Tags. Das sind also Informationen, die an diesen Anruf geheftet worden sind. Und das sind Informationen, die Menschen daran geheftet haben, zum Beispiel Schulung November oder falsches Produkt. Und dann gibt es Informationen in Orange und in Rot, die Maschine an den Anruf vollautomatisch geheftet hat, zum Beispiel, dass hier eine Begrüßung top war oder der Kunde sich massiv beschwert hat. Und darunter in der dritten Zeile finden Sie auch gesprächspsychologische Merkmale. Das heißt also hier, war der Kunde war unterstützend, war, Entschuldigung, der Agent war unterstützend, wagend und positiv. Das sehen Sie hier an den drei Tags, die durch das Headset-Symbol visualisiert werden.
Und daneben sehen Sie formell, professionell und philosophisch. Also auch über den Kunden wurde so eine gesprächspsychologische Wirkungsanalyse gemacht und man bekommt darüber sehr, sehr viel raus. Also wie wirkt jemand am Telefon? Wo kann man noch mehr die Kundensprache sprechen? Also neben diesen reinen harten Informationen, war die Begrüßung okay? Wurde das richtige Produkt verkauft? Gab es eine korrekte Einwandsbehandlung? Wurde das Gespräch richtig zusammengefasst? Die harten Daten kann man heute auch die Emotionalität in Anrufen messen und darstellen. Und so eine Darstellung sieht jetzt zum Beispiel so aus. Das ist eine Komponente aus dem Cockpit oder auch Dashboard genannt. Hier würde man also bestimmte Emotionalität des Agenten und des Gesprächspartners miteinander vergleichen. Und das finde ich ganz amüsant, wenn man hier sieht, dass der Agent oder die Agentin 55% eine optimistische Sprache verwendet hat und der Kunde hat eine 80% optimistische Sprache verwendet, dann ist das ja auch mal eine interessante Information, wo man dann im nächsten Coaching darauf eingehen kann, um bestimmte Dinge nochmal zu trainieren. Also wurden die Ankerfragen gestellt? Gab es positive Sprache wie gerne, danke, bitte? Also etwas, was irgendwie auf eine positive Gesprächsstimmung deuten lässt. Also das ist heutzutage möglich und ja, wir appellieren natürlich an die Unternehmen, sich da mehr mit zu beschäftigen und nicht 5.000 oder 10.000 oder selbst wenn es nur 300 Anrufe sind am Tag, einfach so durchzuführen und 4 Wochen später den Kunden zu fragen, wie waren Sie denn zufrieden mit uns? Zum Thema Kundenzufriedenheit kommt gleich noch was. Der zweite Appell heißt, generieren Sie mehr Daten und analysieren Sie diese. Natürlich immer alles DSGVO-konform, logischerweise. Natürlich immer alles im Interesse des Kunden, weil Sie versuchen, bessere Dienstleistungen oder ein besseres Produkt zu liefern. Das heißt also hier unser Appell an Sie, mehr Daten zu generieren. Und aus Big Data wird dann Smart Data. Wie funktioniert das? Stellen Sie sich vor, Sie machen eine AHT-Analyse. Und in der AHT-Analyse stellen Sie fest, dass im Durchschnitt hier 350 Sekunden Ihre Anrufe lang sind. So kann man erstmal mit leben. Vielleicht haben Sie auch einen Zielkorridor vorher vereinbart und sagen, also zwischen 180 und 360 Sekunden, das ist so die Zeit, die wir brauchen wollen, 3 bis 6 Minuten. Vielleicht kann man das pro Hotline oder pro Thema noch ein bisschen filigraner machen, dass man sagt, wenn es eine Sales After Service war, also ein vertriebliches Angebot nach einem Serviceanruf gemacht wurde, dann darf es nochmal 120 Sekunden länger sein. Und wenn nicht, dann halt entsprechend kürzer. Anrufe mit bestimmten Wörtern hat unsere Maschine dann herausgefunden, dauern jedoch 461 Sekunden. Das heißt also 31% länger. Und diese bestimmten Wörter, das kann man dann mit solchen Word Clouds und Worthäufigkeiten sehr, sehr schön analysieren, waren Wörter wie Rückruf, Kollege, Fachabteilung, noch einmal und so weiter. Also Wörter, die auf zwei Herausforderungen eigentlich hinweisen. Nämlich erstens, das Gespräch wird dadurch überdurchschnittlich lang, weil ich im schlimmsten Fall noch einen Termin vereinbare, wann die Kundin oder der Kunde wieder erreicht werden kann. Oder die Kundin oder den Kunden dazu bringe, nochmal anzurufen, nochmal zu warten, nochmal die Geschichte zu erzählen. Und eine zweite Herausforderung, die genau durch dieselben Wörter hier deutlich wird, ist, dass Kunden den Fallabschluss in diesem ersten Telefonat offensichtlich nicht erleben dürfen. Das heißt also, die First Call Resolution Rate oder First Fix Rate, also die Erstlösungsquote, ist in diesen Anrufen deutlich niedriger als in anderen. Was lernt man jetzt daraus? Wenn ich eben gesagt habe, wir wollen aus Big Data, also einfach großen Datenmengen, Smart Data machen. Naja, hier würde man lernen, erstens, gibt den Mitarbeitern eine bessere Schulung für bestimmte Themen. Das heißt also, wenn es um den Umzug ins EU-Ausland geht oder den Werkstattbesuch, obwohl ich ein Elektroauto habe oder, dann gibt den Mitarbeitern für die Calls, und auch das kann man heute automatisiert herausfinden, welche Themen dafür zuständig sind, dass solche Calls länger werden. Und das Zweite ist, gibt den Mitarbeitern auch die Kompetenz dazu. Ja, also sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter bestimmte Dinge auch fallabschließend bearbeiten dürfen, weil ich glaube, jedem von uns ist es unangenehm, wenn man einen Kunden darauf, ja, Kunden um einen Rückruf bitten muss oder einfach sagen kann, ja, ich kann das Anliegen für Sie leider nicht lösen oder ich darf es nicht entscheiden. Darum hat der Kunde angerufen, um genau so eine Entscheidung zu bekommen. Also finde ich eine ganz spannende
Analyse oder ein spannendes Ergebnis hier, dass wirklich einfach basierend auf bestimmten Wörtern, die überdurchschnittlich häufig gefallen sind, wir herausfinden konnten, dass die AHT bei solchen Calls länger ist und dann auch wirklich diese Root Cause Analyse, also warum sind die länger? Und das geht heute, wenn man sich mit den Daten auch beschäftigt. Und diese Daten liegen in Ihren Unternehmen vor. Das sind nämlich einzig und allein die Telefoniedaten, die hierfür verwendet wurden. Der nächste Appell war das Thema der Kundenzufriedenheit. Das heißt also hier die Möglichkeit, automatisiert zu erfahren, wie zufrieden Kunden sind. Heute kennen Sie das aus der nachgelagerten Kundenbefragung, die irgendwie bald so als After-Call-Befragung gemacht wird, also direkt im Anschluss an ein Telefonat, wo die Teilnahmequoten noch relativ gut sind, weil der Kunde eh gerade am Telefon ist. Ich glaube, alles das, was danach passiert, ich glaube, also das zeigen auch die Daten, alles das, was danach passiert, wird dann ultimativ viel weniger in der Teilnahmequote und es ist nicht mehr repräsentativ, weil nur bestimmte Menschen mit bestimmten Kundenservice-Erfahrungen auch überhaupt noch daran teilnehmen. Das heißt also hier, wenn Sie so einen Ticketautomaten haben, wie hier bei der BVG, also bei den Berliner Verkehrsbetrieben, wo unter anderem ja auch hier das Abreiben der Münze gezeigt wird. Im unteren Bereich sehen Sie also hier den Screen. Wie zufrieden sind Sie mit der Pünktlichkeit der U-Bahn, die hier verkehrt? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das unbedingt das Allerbeste ist. Unabhängig davon, dass man solche Touchscreens sowieso nicht aufstellen sollte an öffentlichen Orten, um damit Kundenmeinungen zu erfahren. Gibt es ja auch an Flughafen im Sanitärbereich mittlerweile, finde ich immer sehr amüsant. Welche Indizes es gibt, das kennen Sie, da sind Sie selber schon Experten. Ansonsten gibt es dazu auch, gab es schon mal ein Webinar von uns, wo es gezielt um das Thema Kundenzufriedenheit ging. Können Sie bei uns auf der Webseite auch nochmal nachschauen oder runterladen oder gerne auch im Nachgang nochmal mit uns besprechen hier. Also NPS als so wichtigster im Moment, dann CSAT und CES, die drei verschiedenen Indizes. Die haben aber alle ein Problem. Die sind nämlich alle immer zu spät. Die Aussagekraft steigt mit der Anzahl der Fragen. Aber je mehr Fragen Sie stellen, desto manipulativer wird natürlich die Befragung. Und es braucht einen sehr hohen Zeitaufwand und dadurch wird es ungenau und unscharf und teuer. Die Alternative dazu ist, solche Daten automatisiert zu messen, weil eigentlich sagt Ihnen Ihr Kunde während des Telefonats oder in seiner E-Mail oder im Chat schon, ob er zufrieden ist oder nicht, unabhängig davon, ob Sie ihn gezielt fragen, wie zufrieden waren Sie eigentlich mit meiner Leistung. Und das geht heute auch über diese sogenannte Sentimentanalyse. Das heißt also, man kann aus der Wortwahl, aus den Wörtern, aus der Stimmung, aus der Emotionalität in dem Kundenkontakt die Kundenzufriedenheit automatisiert messen. Das heißt dann NPS Prediction und sorgt dafür, dass Sie eigentlich gar keine Kundenzufriedenheitsbefragung mehr machen müssen, weil Sie eine neue Methode haben, mit der Sie Kundenzufriedenheit automatisiert messen, ohne danach zu fragen. Auch dazu gab es schon mal ganz viele detaillierte Informationen. Heute geht es ja eher darum, wie das Telefon in der CX für Sie eine Rolle spielt und auch da wieder ein ganz wertvoller Beitrag zu einer positiven Customer Experience ist genau dieses Verhalten am Telefon, nämlich diese wertschätzende, empathische, was eigentlich nur ein Mensch heute leisten kann, in der Kundenbeziehung rüberzubringen. Und das wird Ihnen helfen, da auch gute Resultate bei der Kundenzufriedenheitsmessung zu erreichen. Ja, Kundenzufriedenheit, nicht bei der Messung, die Messung ist nicht so, also da brauchen Sie natürlich auch gute Resultate, aber besser ist ja, dass Sie die Kundenzufriedenheit, dass Sie da positive Resultate bekommen. Kein Webinar im Jahr 2020 ohne KI. Die meisten der Informationen, die wir gerade gesehen haben, sind rein aufgrund von großen Datenmengen möglich. Das heißt, hier muss man eigentlich gar nicht intelligent sein, sondern einfach nur schlau. KI heißt künstliche Intelligenz und wie uns die hilft, die Effizienz zu steigern und auch die Vertriebsansprache zu optimieren, das würde ich Ihnen gerne zeigen. Hierzu sagt der Jörg Weidmann, der Vorstand der Exciting AG, dass Sprachanalyse durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und diesem maschinellen Lernen, haben Sie vielleicht schon mal gehört, sich explosionsartig entwickeln wird. Und er glaubt daran, dass das ein entscheidender Wettbewerbsvorteil ist, weil am Ende, habe ich mal an der Uni von meinem BWL-Professor gelernt, am Ende erfolgreiches Unternehmen überleben länger als die anderen. Ja, idealerweise dann auch noch mit guten Wachstumsraten. Aber am Ende geht es darum, als Unternehmen zu überleben. Und hier der Vergleich zwischen den Begriffen zählen, also hier gibt es eine Komponente, eine technische Komponente, in der Sie zum Beispiel sehen, wie oft das Wort Rechtsanwalt, Postleitzahl, Problem, brauche und falsch gesagt wurde. Und mit einem Klick darauf gehen Sie auf den nächsten Level und dann sehen Sie alle Calls, in denen das Wort Rechtsanwalt gesagt worden wurde.
und die Wörter, die dazugehören, nämlich Schadensersatz und mangelhaft und Unverschämtheit und bodenlos und so weiter. Und von diesem Zählen der Begriffe kommt man dann ganz schnell zum Themenerkennen. Das heißt also, Software kann Ihnen heute helfen, zu erfahren, warum Kunden überhaupt angerufen haben. Ja, zum Thema Umzug, Beschwerde, Internetausfall, Rechnung und so weiter. Und das ist möglich mit KI. Also KI verwendet das sogenannte Topic Modeling da. Und mit diesem Topic Modeling kann man erkennen, um welche Themen ging es in den Anrufen und wie verteilen sie sich über den Zeitraum. Nochmal kurz zu operativen Themen, nämlich AHT und FCR. Wir haben eben schon über AHT gesprochen. Wir haben die ersten Case Studies, wo Kunden also auch bestätigen, welche Erfolge sie mit Sprachanalyse dann tatsächlich erreicht haben. Und ein Beispiel ist, dass die AHT um 5% gesenkt werden konnte. Das würde bedeuten, dass sie pro Agent und Monat 6 Stunden an Zeit einsparen oder aber diese Zeit natürlich in Calls investieren können. Und bei einem Kundenservice, der 100 Mitarbeiter hat, würde man dadurch 12.600 € sparen. Und ich glaube, das ist schon eine wirklich gute Zahl. Das entspricht ungefähr 4, 5 Agenten. Also da sicherlich ein lohnenswertes Investment, um an dem AHT-Thema zu arbeiten. Und ja, ich weiß, das AHT ist nicht das allerwichtigste Thema, aber wenn die Gruppe kleiner wird und es geht um operative Themen, dann sehen wir immer wieder, dass AHT natürlich weiterhin wichtig ist. Ist doch auch ganz klar. Wenn ich 100 Sekunden brauche, um ein Thema zu erledigen, oder ich brauche nur 90 hinterher, dann hat das natürlich einen Impact auf meine Gesamtwirtschaftlichkeit. Der Ralf Stolz von Haufe sagt dazu, dass Sie jetzt nicht nur sehen, also nicht nur die Länge der Gespräche sehen, sondern auch, warum Gespräche zu lang oder zu kurz sind. Und er hat daraus zwei Resultate gezogen, nämlich auf der einen Seite die Gesprächsführung verbessern und auf der anderen Seite technische Probleme schnell identifizieren zu können. FCR, ähnliches Beispiel hier. Wenn Sie die First Call Resolution Rate, also die Erstlösungsquote, um 5% senken, dann bedeutet das 3,5 FTEs dadurch einsparen. Und typischerweise geht es ja eben nicht darum, Mitarbeiter zu reduzieren, sondern genau das Gegenteil. Da Mitarbeiter eh die knappste Ressource sind, geht es hier darum, mehr Calls im Monat zu erledigen und somit halt auch wieder einen wirtschaftlichen Vorteil dadurch zu erzielen. Dieses FCR-Thema wird immer wichtiger, ist für manche schon der entscheidende Kundenzufriedenheitsmesser, weil sie sagen, wenn wir das Anliegen im ersten Anlauf erledigen, dann wissen wir auch, dass der Kunde zufrieden ist. Und hier nach einer Studie auch von PwC sagen 73%, dass das der wichtigste Zufriedenheitsfaktor ist. Also FCR immer noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich möchte noch ganz kurz zum Schluss auf das Thema des Mitarbeiters eingehen. Auch darüber haben wir schon ganz viel gesprochen, wie wichtig es ist, den Mitarbeiter hier wirklich in die Schlüsselposition zu bringen. In Deutschland umso wichtiger. In anderen Ländern ist es nicht ganz so extrem ausgeprägt. Wenn man sich entscheiden kann zwischen Mensch und Maschine, sagen in Deutschland 84%, dass sie lieber mit einem Menschen interagieren wollen. Das heißt, da ist unser Appell: Sorgen Sie dafür, dass Mitarbeiter empathisch, aber natürlich auch mit Kompetenz ausgestattet, die in dieser Customer Journey ihren Anteil, ihren Beitrag leisten. Und dann sind wir nämlich auch ganz schnell dabei, im Thema der Loyalty das Telefon so einsetzen zu können, dass es wirklich da zu einer messbaren Verbesserung der Customer Experience führt. Dann sagt ein ganz bekannter Speaker und ehemaliger Chief Experience Officer von Marriott unter anderem: Erfolgreiche Unternehmen investieren kontinuierlich in Weiterbildung, um die Soft Skills zu erhöhen und zu fördern. Ganz klar, unabhängig von Soft Skills geht es natürlich auch um das ganze andere Weiterbildungsthema, also Empathie auf der einen Seite, aber auch Fachwissen auf der anderen Seite. Und wenn man Amazon mal als Beispiel nehmen darf, wenn Sie bei Amazon heute einen relativ niedrig qualifizierten Job annehmen, kriegen Sie gleichzeitig einen Ausbildungsgutschein über 8.000 €, den Sie in den nächsten 2 Jahren zur Erweiterung Ihrer Skills verwenden können. Also das Unternehmen denkt da wirklich sehr, sehr mitarbeiterzentriert, weil sie auch wissen, dass bestimmte Aufgaben, die sehr niedrige Anforderungen haben, in Zukunft nicht mehr da sein werden. Das macht es sicherlich Amazon auch nicht aus fehlendem Eigennutz. Für den Mitarbeiter heißt das also, in der Gesprächsbewertung alle Gespräche zu bewerten und keine Stichproben zu machen. Geben Sie Anerkennung für die Leistung. Das ist zum Beispiel auch im Coaching
dass sie das regelmäßig planen, dass sie sich die Zeit dafür nehmen und damit Wertschätzung für den Mitarbeiter ihm entgegenkommen lassen. Sie können heute mit Software automatisierte Ergebnisse definieren. Weiß nicht, wer das bei uns schon gesehen hat. Wir haben dazu einen digitalen Bewertungsbogen konzipiert, mit dem Sie endlich kein Excel und kein PDF mehr brauchen, sondern auf einer Web-Oberfläche den Mitarbeiter bewerten können, auch benchmarken zu anderen und sehen, wo noch Schulungsbedarf ist. Heißt also letztendlich, dass Sie diesen Arbeitsalltag bei der Mitarbeiterbewertung ökonomisieren können, indem Sie auf moderne Tools da setzen. Immer mit dem Schwerpunkt, der Mitarbeiter soll was davon haben, weil der Mitarbeiter wird Ihnen helfen, als Unternehmen erfolgreich zu sein. Wir sind damit am Ende angekommen. Ich hoffe, Sie haben einen ersten Einblick bekommen, was man heute mit Sprachanalyse alles machen kann. Ich habe Ihnen versucht zu zeigen, wie Sie das Kundenverhalten besser verstehen können, wie Sie aktuelle Themen schneller kennen, auch wie Sie den Vertrieb verbessern. Beispiel jetzt ganz zum Schluss wäre noch, dass Sie die sogenannte Ansprachequote überprüfen. Das heißt also, haben Mitarbeiter auf bestimmte neue Produkte hingewiesen, wenn das und das Thema in einem Call vorkam. Ich glaube, das ist für alle ein ganz wichtiger Punkt, wenn man den Mitarbeiter dazu bringt, dieses Sales After Service oder auch im reinen klassischen Vertriebsgespräch die Themen anzubringen, die für den Kunden passen natürlich. Effizienzsteigerung, das war das Thema mit AHT und FCR. Und dann last but not least Mitarbeiterbewertung und das regelmäßige Coaching, also ein Appell von uns an Sie. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Kurzer Überblick hier an der Stelle noch, was Sprachanalyse leisten kann. Sie finden im Nachgang auf unserer Webseite auch die Präsentation zum Download. Da erhalten Sie von uns noch eine Information, wo Sie sie downloaden können. Wer ich bin, habe ich am Anfang schon kurz erklärt. Wer das Detail dazu wissen will, gerne hier. Und auf der nächsten Seite auch nochmal der QR-Code, der Sie zu unserer LinkedIn-Präsenz bringt. Den Bildschirm würde ich jetzt auch stehen lassen, falls noch Fragen sind. Und können Sie gerne jetzt auch mit Ihrem Smartphone einmal den QR-Code scannen, um auf unsere LinkedIn-Seite zu kommen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und würde gerne zurückgeben an unseren Host, unseren Gastgeber, den Rainer Korn. Vielleicht gab es ja noch die ein oder andere Frage. Vielen Dank.